Geld regiert die Welt, das ist jedem klar. Warum ändern wir es nicht? Weil's schon immer so war. Nichts war schon immer und nichts bleibt wie es ist. Verhindern, sondern auch den Sozialismus zu erkämpfen. Und deshalb ist das für uns vor allem auch Auftrag, diesen Weg vom revolutionären Parteiaufbau weiterzugehen. Und wir wollen an der Stelle auch unser Geschenk an die MLPD übergeben zum Geburtstag. Und zwar haben wir jetzt ist gemeinsam gemalt, das ist unser Geschenk zum 40. Geburtstag. Den Gründern der MLPD wurde ganz in dieser Tradition entgegengehalten, ihr Projekt sei sogar eine Totgeburt. So war damals die Formulierung des Verfassungsschutzes. Der Kapitalismus existiere jetzt sogar krisenfrei und der reale Sozialismus sei gescheitert. Was soll ich euch sagen? Es kam so anders. Es kam so anders, als es diese bürgerlichen Politiker und Ideologen prophezeit haben. Sie stehen heute vor dem Scherbenhaufen ihrer Weltanschauung, die keinen anderen Zweck hat, als die Herrschaft einer Minderheit über die Mehrheit zu rechtfertigen. Auf jeden Fall mussten wir uns auch abgrenzen vom modernen Revisionismus, der alten kommunistischen Bewegung und der kommunistischen Partei Deutschlands, die den Weg des Sozialismus verraten hatte, nach 1956 in der Sowjetunion und auch in der DDR den Kapitalismus wieder einführten. Wir entschieden uns dann für marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Uns war klar, dass dieser Name unter den breiten Massen erst noch verankert werden musste und erst einmal viel Erklärung bedarf. Die Aufstellung der beiden Statuen zu Marx und Lenin verkörpern auch, dass wir an der Grundlage des internationalen sozialistischen Revolution und der Errichtung einer Diktatur des Proletariats auf dem Weg zur kommunistischen, klassenlosen Gesellschaft festhalten. Ehre den beiden großen internationalen Führern der revolutionären Arbeiterbewegung. Herzlichen Dank an Stefan Engel. Als wir am 20. Juni die Lenin-Statue enthüllt hatten, hatte Gabi Fechtler gesagt, auch eine Marx-Statue werden wir aufstellen. Jetzt ist es endlich soweit. Herzlich willkommen, Karl Marx, hier in Gelsenkirchen-Horst.